Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wir sind im Rennen von China und der Virus ist auch da. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, grüß euch. Und wie ihr seht, erste Reihe gehört uns. Hinter uns haben wir zweimal Mercedes, soweit ich das weiß. Und wir starten einfach mal. Ja. Na, ich habe die Innenbahn, ist natürlich nicht so gut. Start verpennt. Komm, zieh durch. Ja, ich zieh schon. Bist du vom Gas runtergegangen? Oh, oh, oh. Ja, da musste ich ziemlich weit nach außen jetzt. Oh. Uiuiui. Ui. Von hinten werde ich, fährt mit der Hamilton schon in die Karre. Diesmal gingen auch die Dings ziemlich früh aus, muss ich sagen. Alter Schwede. Ja, war der Bottas, ist mir hinten reingezimmert, ey. Wow. Der Bottas hat Hamilton überholt. War der Bottas nicht sowieso vor dem Hamilton? Ich weiß es gar nicht. Nein. Oh, Daniel, lass mal einen Drift hin. Ja, da wollte ich die Kurve zu. Oh! Los gerade, ist ja schlimm. Ich frage mich auch gerade, du fährst ein bisschen komisch gerade. Na, ich muss bei jedem Rennen erst wieder den Rhythmus so ein bisschen finden. Oh, nicht dein Ernst. Komm, Alter. Dieses Kurvenausgang da. Na, ist schlimm. Oh, den Hamilton und der Bottas hinter mir. Was machen die denn? Ah! Zweckmühle, Daniel, die nehme ich in die Keile. Der eine will von innen, der eine will von außen. Na, super. Oh! Hey, das ist mein Auto. Wenn du dein kaputt fährst, ist mir scheißegal. Lass den Ferrari heile. Du blöde Kuh. Boah, ey, scheiße. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Boah. Problem ist natürlich jetzt auch, sind die Reifen vom Qualifying ziemlich angedutscht, kannst du sagen. Boah. Die Reifen müssen jetzt halten in ein paar Runden. Aje, aje. Schön vorsichtig, Virus. Schön vorsichtig. Ja. Ich muss sagen, der Virus macht einen guten Job da hinten. Der hat alle so ein bisschen aufgehalten. Du fragst dich aber wie, ey. Und das, weil ich muss? Das wäre ich jetzt Platz 4 gewesen. Ja. Tiefstehenden Sonne ist natürlich jetzt nicht so gut. Mist, ich habe jetzt unten links auf die Karte geguckt und jetzt zu spät gebremst. Ja gut, das ist ja nicht so tragisch. Hauptsache, du fährst dir die Karre nicht kaputt. Karre nicht kaputt fahren und Reifen heile lassen. War eigentlich eine schöne Strecke, wohl. Ja, doch. Nur mit der tiefstehenden Sonne ist halt ein bisschen. Ja, das ist hinten nach dem Ziel. Gerade rechts den Berg hoch, so ein bisschen vorsichtig. Ja. Und auch oben hinten beim Stadion oder beziehungsweise bei den roten Tribünen da hoch, auch ganz doof. Aber geil gemacht. Das ist wie im richtigen Leben auch. Also gut gemacht. Und dafür, dass das Spiel echt kaum Anforderungen hat, also Systemanforderungen, ist das echt geil. Haben sie gut gemacht, die von Codemasters sind nicht eingebildet oder überheblich. Wollten auch, dass das Spiel auch jeder andere spielen kann. Nicht so wie Need for Speed 2015. Wegen der grafischen und so weiter. Damit es flüssig läuft, brauchst du dann das, musst du dir das holen und hier das. Also EA rumgespinne vom Feinsten. Ja, vor allem die neuen, auch die. Ja, jedes Need for Speed Teil in den letzten Jahren war irgendwie für den Arsch. Selbst jetzt beschweren sich schon viele YouTuber, die das Spiel von EA kriegen, das neue Need for Speed, dass das wohl auch der letzte Reihenfall ist. Jo. Ja, bleib ich lieber bei Codemasters, lass mir es für 2018, Formel 1 2018 geben
Und dann gib ihm. Na, ich freue mich da, wie schon gesagt, drauf, wenn dann mit Alfa Romeo. Ich glaube, dann fahre ich erstmal ein paar Mal Alfa Romeo hier. Hast du neues Design schon gesehen von? Der sieht ja auch mal so ein bisschen fesch aus, ne? Ja, aber das ist ja noch nicht. Ist ja das Endresultat. Naja, das ändert sich ja alles noch zwei, drei Mal. Aber Alfa Romeo in der Formel 1? Yay! Yeah. Waren die, glaube ich, schon mal? Sind da nur irgendwie raus und jetzt sind sie dann wieder dabei? Finde ich gut. Zwar bei sauber, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja, sauber, ne? Ja, sauber, Alter. Vielleicht durch die neuen Alfa Romeo Motoren geht das dann alles ein bisschen besser. Ja, die müssen das, die haben hoffentlich jetzt, da die ja sich damit zusammentun, mal ein bisschen, mit den Motoren auseinandergesetzt, ne? Dass die mithalten, mitfahren können. Dass sich das lohnt. Ja, genau. Und natürlich, dass Ferrari auch einen guten Motor für 2018 herstellt, damit die an Mercedes mal. Ja, Mercedes darf auf jeden Fall keine neuen Motor mehr bauen. Das reicht. Das auch für die nächsten zwei Jahre haben die mit denen ihren Motoren echt gut. Oh. Nein! Man merkt jetzt schon, dass die. Oh, was hast du gemacht? Dreher, ein Bett im Kornfeld. Warum? Glaube, du kriegst die noch. Was, warum soll ich Boxenstopp machen? Ist das doof? Oder ist nicht deine Reifen? Na, guck mal, wie viel Prozent deine Reifen schon haben, dann weißt du es ja. Oh, ich verliere einen Platz am anderen jetzt, weil ich nur noch drehe. Blöde Schlampe, jetzt mach hinne. Oh. Stell dich doch nicht quer. In der Kurve, Alter, geht's doch? Brennt dir der Halm? Nicht doch! Dein Frontflügel ist beschädigt. Mann! Das weiß ich auch, Alten. Oh, ja. Ich brauche Treckerreifen mit Profil. Das ist meine Strategie. Boxenstopp. Komme ja nicht drum rum jetzt. Letzter. Ah, fuck you, ey. Ah, scheiße da. Mit dem Dreher nach der Kurve dann oder war Feierabend? Ja, glaube ich dir. Wenn ich jetzt, wenn ich aufs Gas treten will, dass er dann leicht wieder rumziehen will. Ich denke, Alter, was habe ich denn? Reifendings ist 35, 41 so. Na, dann ist kein Wunder, dass er ein bisschen. Irgendwo runtergehen. Ich bin da nur dafür nur mit 80 rein. Oh, 19. Da? Wieso? Jo, einer hat sich abgeschossen. Der hängt da unten in der. Ach, ich hab vergessen zu fahren. Mann, war der Boxenstopp aber sonst schneller gewesen. Miros hat verpennt. Gar nicht schlecht, wenn du jetzt deinen schon gemacht hast, weil die anderen müssen ja auch noch alle. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, ich warte noch ein bisschen. Ja, ich muss jetzt. Nicht mehr lange, aber. Ja, die Reifen vom Qualifying, die sind schon ziemlich. In Mitleidenschaft gezogen. Bin auch schon bei 39%. Oh, solltest du vielleicht reinfahren? Nö, ich fahre noch ein, zwei Runden. Weil sonst muss ich zu lange auf den anderen Reifen fahren, weißt du? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Vor allem, wenn ich jetzt reinfahren würde, wäre ich nur Dritter dann. Wenn diese Reifen sind, kannst du definitiv nicht mit diesen. Super weichen vergleichen, Alter. Oh, grausam. So klar. Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. Der nervt. Aktueller Plan? Schlachtplan? Ja. Metallrost. Death Race. Auf geht's. Oh, komm mal rum, ey. Zieh auf die Strecke zurück, Mensch. Die Reifen sind scheiße. Scheiße gelb, Mann. Scheiße war schon immer gelb. Oh Mann, wenn ich mir das auf der Karte so angucke, Alter, wo ich rumdümpeln tue, Alter, dann bricht mir das Herz. Ja, und mir auch. Also mit diesen verkackten Reifen, da hatte ich den Dreher da vorhin an der Kurve, Alter. Mann! Arschhausen, Alter. Ja, eine Runde werde ich gleich noch fahren, da werde ich bei Runde 7 in die Box gehen und dann passt das.
Bin gespannt, wann die alle reinfahren. Ja, das müsste jetzt sein oder gleich. Ach, komm rum, Mensch! Ach, das ist doch schlimm mit diesen Felgen da. Kann man nicht zweimal Supersoft drin haben? Nee, du musst einmal im Rennen musst du die Reifenmischung wechseln. Sauerei. Weil wir fahren ja wenig Runden. Es gibt ja auch Leute, die fahren mehr Runden, sag ich mal. Oder wenn die wie in echt halt eben, dann brauchst du Reifen, die halt länger halten und nicht die nach 5 Runden wieder, ne? Ne, noch will wohl keiner. Doch, ein paar wollen. Ach, jetzt bremse ich hier an dieser Kurve, weil der nicht rumkommt, ey. Die ersten sind schon in die Box gefahren, also ja. Bottas. Ups. Boah, einer fährt schon wieder raus. Ich muss gleich auch unbedingt. Dass du da vorne überhaupt noch einigermaßen gut fahren kannst. Ja, es geht noch. Oh, ich habe aber auch schon überall 50% auf den Reifen. Ich gehe mal, glaube ich. Boxenstopp. Weil mit Schnellfahren ist mit den Dingern nicht mehr so toll. Wie Streckenbegrenzung überfahren, stimmt auch gar nicht. Scheiße, Ewigkeiten Zeit verloren jetzt. Ach, der war. Obwohl, der Boxenstopp an sich war gut, der Rest war nix. Oh, Christian ist wieder mitten im Pulk, sehr schön. Ja, ich habe schon wieder 2, 3 überholt. Ich habe jetzt. Meine ich zumindest. Oh. Ah, jetzt muss man natürlich erstmal die Reifen. War natürlich zu langsamer jetzt. Ah, jetzt habe ich wieder diese ausgedehnte Kurve hier. Wo habe ich nach außen trägt, anstatt nach innen rein. Hm. So, und jetzt mal. Ein gutes hat's. Die anderen dürften jetzt auch alle an die Box fahren. Dann kannst du wieder Plätze gut machen. Oh, 2 in der langen Kurven überholt, jawohl. Das könnte da hinten miteinander rumspielen, Leute. Aber die Finger schön über die Gürtellinie lassen. Schön im Cockpit lassen, ne? 13. Gut, jawohl. So. In der Boxengasse sind jetzt, jawohl. Oh, die Palma. Alle Palmen wachsen hoch. Ja, wenn du so weitermachst, kannst du dich noch an Hamilton heften. Oh, Palmer, ganz ehrlich, du sollst dich kriechen, du hast auch ein Gaspedal. Danke. Waren die hinter dir, also Hamilton und so weiter, waren die schon in der Box jetzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß es nicht, meine schon. Oh Mann, ey. Aber ich kann es dir natürlich nicht genau sagen. Ich weiß nicht genau, wer von denen noch muss. Ich find's gut, die Reifen, die behindern mich so zu fahren, wie ich normalerweise wie Axt im Wald. Die geben mir vor, wie ich zu fahren habe. Das ist irgendwie nicht schlecht. Kann ich gerade Kacke bauen. Ich finde die Reifen gar nicht so schlimm, muss ich zugeben. Und die gelben, ich habe da meine Probleme. Ich muss da ganz anders fahren, wie ich sonst. Oh, ich muss nochmal bremsen, rum und die Kurve. Schlimm. DRS 3, 2, ach, kann ja gar nicht. Ich habe ja gar keinen vor mir jetzt. Ich habe zwar vor mir, aber sind weiter weg. Sind gerade in der scharfen Kurve rein. Aha. Ein Red Bull, habe ich, meine ich, blauer. Das kann gut sein, ja. Oh, da hat zu viel gebremst, habe ich die Kurve zu fett genommen. Ja, wir haben guten Vorsprung vorne, das passt. Ja, du ja.
Ja, habe ich mir auch schön rausgefahren. Aber was machen die denn hier? Ah! Vorsichtig, Digga. Die zwei Nerven, Alter. Ich kann nicht kein Auto fahren. Ja, jetzt habe ich vorne rechts rot. Da war ich dir ganz leicht angeditscht habe. Elecco mio. Solange es nur rechts ist, geht das noch. Oh, ey, ich schwör dir, die Leute, die fahren hier, ey, bulkte City. Bloß nicht an der Boxengasse gehen, sonst war's das wieder. Diese Schlangenkurve nach Start und Ziel. Mann, Mann, Mann. So, wo sind denn die nächsten? Ganz da vorne habe ich, glaube ich, jetzt einen gesehen. Ist, was wäre der? Grosjean. Oh. Der ist jetzt in der scharfen Kurve. Oh, hier ist ein Sainz, der ganz langsam wird. Ja, den hatte ich wahrscheinlich gerade auch. Ich muss ja sowas von Scheiße fahren. Achtung, Achtung! Gelbe Flagge! Jo, da hat sich einer in die Seite gesetzt. Die Strecke ist frei. Okay. Flagge. Okay, alles klar. Hast du noch einen Platz gewonnen, glaube ich. Nee. Siebter. Weiß ich gerade, Zehnter oder was? Oh, mit meinem Flügel, das ist. Linker Flügel? Nee, rechter Flügel. Oh, guck, dass du damit das Beste noch rausholen kannst. Ich komme auch nicht auf die Pool. Wenn du die jetzt blockieren könntest, wäre geil. So ein bisschen so. Dafür bin ich, glaube ich, zu weit weg. Achtung, Achtung. Oh ja, da ist einer. Grosjean. Oh, Grosjean hat sich verabschiedet. Oh, und das ist gerade einer in der Box. Das könnte dir helfen. Guck doch mal, wo ich bin. Ja, dann käme es aber wenigstens wieder ein Stück ran. Ich bin jetzt erst die Kurve vor der ersten langen Gerade wieder. Also die Kurve, die dich zieht, okay, diese. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Aber die Kurven hier bei der Strecke sind Gott sei Dank nicht ganz. In der Boxengasse ist keiner drin. Nee, weiß ich, was du gesehen hast? Ja, eben war ja einer drin. Hier fährt einer rum, das Sainz. Naja, den habe ich ja eben schon gecasht, der ist hinüber. Der ist auch, glaube ich, nur 18. oder sowas. Boah, die anderen drei sind so weit weg, da komme ich nicht mehr ran, Alter. Nicht mit. Vielleicht, wenn du noch ein oder zwei Chris, würde ja schon reichen. Soll das Witz sein? In vier Runden knaff ich niemals die jetzt oben in dieser geschnörkelten Kurve sind, ey. Abwarten. Ansonsten Hauptsache ankommen und mit dem, was wir kriegen können. Ist ja erst das zweite Rennen der Saison. Oh, der Sainz eiert immer noch hier rum. Warum ist der Vogel nicht in die Box gefahren? Oh, das lässt sich ganz komisch bremsen jetzt mit dem. Ja, das glaube ich dir, du. Fighting Virus. Na. Kurve bald zu Ende? Ja, oh Mann. So, ich bin auf der ersten langen Gerade wieder. Ach scheiße, die sind hinten in der. Ich könnte kacken, Alter, da komme ich nicht ran, ey. Jetzt sind die auf der Zielgeraden. Alter Schwede. Ja.
Reifen gehen noch. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 6,3 Sekunden. Sie fahren, du solltest lieber fragen, Fahrer vor dir. Science schon wieder hier, ey. Warum nehmen sie denn nicht raus, ey? Verstehe ich auch nicht so ganz. Das Spiel, das pennt, ey, irgendwie. Ist noch nicht so, ist noch nicht wach, ey. Vor allen Dingen, dass der Science irgendwo auf der Start- und Zielgeraden war, nicht in eine Box gefahren ist. Ah! Spät gebremst. Ich habe jetzt unten geguckt und ich wollte wissen jetzt. Na, nicht tun. Wie die, wie weit. Ach! Ach, scheiß Deutsch, ey. Wie weit weg die sind. Oh. Ich komm da nicht ran, Mann. Das gibt's doch nicht. Wartet auf mir. Mir. Oh, nö. Jetzt hab ich die ganzen Idioten hier, die ich hier... Der Science guckt immer noch hier rum. Das gibt's doch nicht. So, Wehrlein, mach keinen Quatsch, lass den Onkel Camillo vorbei. Oh, das gibt's nicht. Dein fucking... Oh, Alter, ich, dieses Auto, ne? Dieser Reifen, dieser, das ist doch alles... Da könnt ihr jetzt Gas geben, kam gut aus der Kurve raus und dann trägt mich das aus. Das ist so, nein. Hauptsache, dich werden sie nicht mehr überholen. Nee, ja, das, nee, das nicht. Ich konnte mich, ich habe ja nicht Gas gegeben, sondern habe mich rollen lassen, habe langsam gebremst und wieder langsam rausgefahren. Weil ich bin nämlich jetzt schon auf meiner letzten Runde. Ja, das... Ja, das ist gut, das ist gut, das... Oh, das war eine gute Kurve, Alter. Uhuhu. So, Eriksen, kriege ich dich vorne ja noch? Ja, glaube ja, scheiße. Weh, du fährst mir die Karre kaputt, dann fahre ich dich kaputt. Das weißt du ja, ne? Kriegt schon blaue Flaggen, der Hornswoggle. Gelbe Flagge. Das ist auch eine Nuss. Nehme ich ihn halt auf der langen Geraden, mein Gott. Ich habe jemanden vor mir, ich weiß noch nicht, wer das ist. Weiß noch nicht, wie der da hinkommt. Wahrscheinlich zum Überrunden. Es ist Red Bull, den muss ich noch kriegen, noch Ricardo! Könnte eng werden. Ja, Freunde des guten Geschmacks, da haben wir doch wieder. Ah, sehr schön. Komm schon, Christian. Schön mit DAS. Oh, 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 oh. Nice. Good job. Fährt er noch den sechsten nach Hause mit einem beschissenen Flügel. GG. Zu langsam. Egal, fahr das Ding einfach nach Hause. Den Perez kriegst du nicht mehr.
Nee, leider nicht. Und ab das Ding ins Ziel. Oh. Herrlich, gut, dass du den noch gekriegt hast, Alter. Good job, good job. Naja. Und das vorne rechts rot, links gelb und die Reifen. Oh. Hätte ich lila gehabt und das mit dem, dann wäre ich nochmal schon dritten gekommen oder so, eventuell so. Was haben Sie oder spätestens vierter. Naja, zweimal Mercedes neben einem. Ha. Egal. Good job. Danke. Ne, die anderen kriegen keinen Anstoßen. So, dann wollen wir doch mal ins Reglement gucken hier. Warte mal da. Lewis Hamilton Zweiter, ja, habe ich mir schon irgendwie gedacht, was diese Rotzennase da. Weil Christian trotzdem noch mit einem guten sechsten Platz, ey. Ja, schick, und schick. 1,40, ey. Ah, zweitbeste Zeit. Jo. Kann man nicht motzen. Dann gucken wir jetzt mal auf die Rangliste. Oha, das kann natürlich jetzt lustig werden. Ja, oh, Christian hat den Verstappen gekriegt. Oh, sehr schön. Das ist gut. Der Bottas hat sich vorgekämpft auf 7. Der hatte ja letztes Rennen Totalausfall. Jetzt hat er natürlich, jetzt hast du natürlich 13 Punkte, die du auf Hamilton noch holen musst. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich denke mal, ja. Und dann gucken wir mal bei den Konstrukteuren noch rein. Ja, da haben wir uns natürlich jetzt den ersten Platz gesichert. Sehr schön. Ja. So muss das 22 Punkte Vorsprung auf Mercedes. Nice. Ja, liebe Freunde, das war es vom Rennen in China und wir sehen uns beim nächsten Rennen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr. Russland, glaube ich, müsste das nächste sein. Wir sehen uns dann in Russland wieder, soweit ich weiß. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst uns Bewertungen da, wäre nett. Und danke dir, Virus, fürs Mitmachen. Ich danke auch dir für das sehr nette Rennen, obwohl das auch auf einer Seite betrachtungsweise wieder langweilig war, weil vorne weg und tschüss und die wieder und ja, kein. Und schade, dass du aus deiner Pole-Position leider nicht viel machen konntest. Beim nächsten Mal gönnen wir es dir. Ja, das war halt mit den Reifen, da waren die fertig da vom Qualifying. Ja. Ich hätte, aber was soll man machen, so ist es. Und damit verabschiede ich mich auch jetzt hier von dem großen Preis von China. Ciao, bis zum nächsten Rennwochenende. Euer Virus, euer Camillo. Bye, bye.